Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Wir sind heute in Breitenbach unterwegs in Thüringen und haben vor, den Urwaldpfad zu laufen, der uns auf einer Strecke von ca. 14 Kilometern durchs Fässertal führt. Es gibt mehrere Urwaldpfade in Thüringen. Die wurden vom Thüringer Umweltministerium ins Leben gerufen. Und diese Urwaldpfade führen uns über Wege bzw. Orte, wo später mal wieder natürlicher Urwald entstehen soll. Wir laufen den Urwaldpfad ein bisschen anders als vorgegeben. Wir starten in Breitenbach, weil sich das für uns einfach besser anbietet. Normalerweise muss man in Schmiedefeld starten. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal den GPS-Track in der Videobeschreibung. Bis jetzt war das Ganze nur Vorgeplänkel. Wir sind oberhalb des Ortes bis zu unserem Startpunkt gelaufen. Und jetzt sind wir hier im Fässertal. Hier unten fließt die Fässer. Und wir sollten auch gleich an unserem Startpunkt sein. Wir haben jetzt den Urwaldpfad erreicht, unseren eigentlich geplanten Startpunkt. Es gibt hier auch noch einen Rundwanderweg und der hat dann diese Markierung. Liegt noch alles voll mit Schnee. Okay. Also ich muss sagen, der Ausblick bzw. die Natur hier unten in dem Tal, die ist wunderschön. Aber warum das Ganze Urwaldpfad heißt, das verstehe ich nun nicht gerade. Hier sieht man überall die Spuren der Forstwirtschaft, hier gerade nicht. Aber wir sind eben auch an riesen Holzstapeln vorbeigelaufen, an frisch gemachten Bäumen. Und warum das nun Pfad heißt, weiß ich auch nicht so ganz bis jetzt. Hat das eher was mit Waldautobahn zu tun hier und nicht mit Pfad.
Witzig ist, dass hier immer noch überall Schnee rumliegt. Der Winter ist eben in Thüringen noch nicht so ganz verschwunden. Aber heute ist es wunderschön. Ihr seht es, ich habe keine Jacke an, weil es dafür zu warm war. Das hier ist der Hirtenbrunnen. Hier kommt man auch mal ein bisschen näher an den Fluss dran. Und das ist doch wirklich toll, wie der sich hier lang schlängelt. Das Biosphärenreservat Fässertal gliedert sich in drei Zonen. Zum einen die Kernzone, in der jegliche Bewirtschaftung ausgeschlossen ist. Als zweites die Puffer- oder sogenannte Pflegezone. Und dann die Kulturlandschaft bzw. Kulturzone, in der eben eine harmonische Bewirtschaftung aufrechterhalten werden soll. Wir haben uns jetzt kurzfristig entschlossen, doch vom vorgegebenen Urwaldpfad ein bisschen abzuweichen. Denn dieser naturbelassene Wiesenweg hier, der gefällt uns doch ein bisschen besser, weil der andere führt immer auf sehr breit ausgebauten Forststraßen entlang. Also, bleibt einfach dran! Unser kleiner Alternativweg führt uns hier so richtig schön an dem Bach hier entlang. Richtig wild romantisch, wie der hier runterfließt. Der eigentliche Weg geht dort oben lang und hat lange nicht diese schönen Aussichten. Warum man diesen Weg hier nicht gewählt hat für diesen Urwaldpfad, das weiß ich auch nicht. So, wir sind zurück auf dem Forstweg. Hier nochmal ein kleiner Blick auf den anderen Weg. Der war wirklich nicht schlecht. So, wir kommen jetzt auf anscheinend. Ah ja, das hier ist also die Pflegezone vom Naturschutzgebiet. Was auch immer das heißt, es war auf dem Schild da vorhin nicht so wirklich definiert. Wie immer auf unseren Touren gibt es irgendwelche Überraschungen, mit denen wir selber nicht rechnen. Und das ist jetzt auch tatsächlich so, dass der Urwaldpfad von der geteerten Straße eben noch jetzt hier auf so einen total verschneiten Weg abbiegt. Wir finden es total cool und nehmen euch mit.
Hier müssen wir lang. Echt der Wahnsinn. Hier ist noch tiefster Winter. Hier liegen noch 20 cm Schnee. Und hier geht unser Urwaldpfad lang. Ich meine, wir freuen uns ja, dass hier jetzt ein paar Pfade sind. Aber der Schnee müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Ich habe letztens noch ein Video gemacht, das hieß der hoffentlich letzte Wintergruß. Ich glaube irgendwie, den Winter werden wir dieses Jahr nie mehr los. Das ist echt Wahnsinn hier. Also hier der Abschnitt ist definitiv sehr empfehlenswert, sehr schön mit der Quelle eben noch und den relativ naturbelassenen Wegen hier. Das hat schon was. Hier ist so ein Schild hier. Oben ist eine ehemalige Skisprungschanze. Und hier stehen so ein paar Rekorde. 2002, 99 Meter, Frau Ludwig. Die Walter-Ulbricht-Schanze ist es hier. Oh Gott, wenn man nicht hier im Schnee versinken würde. Wir befinden uns gerade am offiziellen Start des Urwaldpfads Fässertal. Im Hintergrund kann man noch eine sehr schön geschnitzte Skulptur erkennen. Und hinter mir auf der anderen Seite befindet sich noch eine Infotafel über den Urwaldpfad Fässertal. Vielleicht werden wir euch da auch noch was verlinken, dann unten in die Videobeschreibung. Wir sind jetzt in der Kernzone des Biosphärenreservats Fässertal. Und hier soll in das Ökosystem eben nicht eingegriffen werden. Unser Weg führt uns jetzt hier entlang. So langsam wird die Landschaft auch wieder so ein bisschen offener und lichter. Aber das Tal war schon herrlich, wie der Bach sich da durch das enge Tal geschlängelt hat. Wir sind jetzt am Ende des Urwaldpfads Fässertal angelangt und sind jetzt wieder in Breitenbach. Ja, und was soll man sagen? Es waren zwar überwiegend breite Forstwege, die wir gelaufen sind, also mit Urwaldpfad hatte das nicht wirklich viel zu tun, aber die Landschaft hat das Ganze dann doch wieder so ein bisschen wettgemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Ihr wisst Bescheid, lasst uns gerne ein Like, ein Abo da, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und kommentiert. Genau.
Wir sehen uns. Und wo? Natürlich draußen.